geht ab, meine Freunde? Willkommen auf meinem Kanal. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ey, Freunde, diese Woche gab es wirklich richtig coole Sachen. Es gab Videospiele, es gab Spielzeug, es gab generell Elektrokram. Seid gespannt. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Folge. Allerdings, bevor wir in die Folge reingehen, will ich euch was zeigen, was mir meine Frau geschenkt hat. Und zwar einmal diese Box Geschichten aus der Gruft. Die Komplettbox, die ist, glaube ich, vor 2 Wochen oder so rausgekommen. Falls ihr die auch haben wollt, auf Amazon für 40 Euro, richtig geil. Ich habe die Serie als Kind richtig geliebt. Man hatte irgendwie so ein bisschen Angst und hat die trotzdem gerne geguckt. Auf jeden Fall, die werde ich mir jetzt reinziehen. Ja, ich dachte, vielleicht interessant für den einen oder anderen, wenn jemand sich die auch gönnen will, auf Amazon, glaube ich, aktuell für, lass mich nicht lügen, 41 oder 42 Euro. Ja, genug gelabert, ich will euch gar nicht auf die Folter spannen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Folge und wir sehen uns dann in den Live-Aufnahmen. Also sag mal einen Preis für die ganze Kiste, wir sind uns einig. Da hast du ja gar keine Lust, die jetzt durchzugucken, weißt du? Ja, das ist eine Menge. Alles Matchbox, Alter. Ich sag mal 40 Euro. 40 Euro? Ja. Boah, ich wär bei 20 gewesen. Machen wir dann 30? Ja, die Dinger hier zum Beispiel. Ja, ja, die sind auch teilweise ein bisschen kaputt. Ne? Guck mal hier, der hier zum Beispiel, den würde ich eh wegschmeißen. Der auch. Ja. Den 30 würde ich dir geben. Das ist der 35, das ist deins. Du bist auch stolzer Besitzer eines Travis. Ich kann nicht jeder von sich behalten. Ja, komm, machen wir auf 35, dann nehme ich das. Ne? Alles klar. Jetzt kannst du mal kurz mal Handy halten. Boah, direkt zu Beginn gab es diese ultra krasse Kiste. Boah. Mit kleinen Autos. Ich habe das Ding jetzt mal gezählt. Ihr seht, das Ding ist rappelvoll. Ich habe das mal gezählt. Das sind insgesamt 160 Autos und 60 so Coca-Cola-Anhänger und sonst was alles. Also haben wir hier Coca-Cola, Rewe und allen möglichen Kack. Hier haben wir so kleine Dings hier. 35 Euro hat das Ganze gekostet für über 200 Autos und ja, sowas nehme ich eigentlich immer sehr, sehr gerne mit, wenn du mal sowas findest, ist jetzt auch nicht häufig der Fall, aber das sind immer so Sachen, wenn du auf dem Flohmarkt einen eigenen Stand machst, 1 Euro, 2 Euro Schild dran, die kleinen Kinder lieben es und ich nenne es immer den Standgebühren. Ja, der holt halt einfach immer deine Standgebühren raus. Für sowas ist immer richtig geil. Und 35 Euro für über 200 Autos, da kann man definitiv nicht meckern. Und deswegen habe ich es gerne mitgenommen. Was kostet das Spiel? Das ist Shadow, ne? Und dieses kleine Spiel? Ja. 20? Da ist was Besonderes. Das kostet 30. Ah, okay. Die anderen sind alle so zwischen 5 und 7 Euro. Alles klar. Ja, das hält mich. Morgen. Morgen. Die Spiele? 8,01 Euro. 8,01 Euro.
die Anleitungen dazu, ne? Ja, da sind Anleitungen. Ja. Das ist auch eine Seltenheit, ist noch. Ey, ne? Das sage ich Ihnen ehrlich. Also, ja, da war ich froh, dass ich die noch gefunden habe. Weil das, wenn du nicht behalten kannst, behältst du die Anleitung. Ja. Ja, aber da kann man wirklich, dass man die noch gefunden hat. Sonst muss alles gut. Haben Sie auch noch andere Spiele dabei außer die? Nein, leider nein. Leider nein. Können wir hier 5 Euro das Stück machen, dann würde ich alle mitnehmen. Ja. Was für Land 3. Ey, hier gab es 4 Super Nintendo Spiele für mich für 20 Euro. Super Nintendo Spiele, die man bei uns in der Umgebung auf jeden Fall auch nicht mehr so häufig findet, auch wenn es keine besonderen sind. Aber wird immer weniger. Ne? Ich zeige euch einmal, was ich für 20 Euro mitgenommen habe. Einmal das Star Fox für die US-Version. Ja, ist halt die US-Version. Dann gab es einmal NBA 97. Super Mario World. Und einmal das Stargate. Zu den Spielen gab es dann halt auch noch ein paar Anleitungen. Natürlich von den Spielen, die dabei sind. Ne? Hier einmal NBA, Stargate haben wir. Dann haben wir einmal NHL und einmal eine Lamborghini-Anleitung und einmal Super Soccer. Also auch Anleitungen von Spielen, die gar nicht dabei waren. Und ja, die Frau wollte, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, 8 Euro pro Spiel haben. Ich habe gefragt, wenn ich alle 4 mitnehme, ob 5 pro Stück okay ist. Da sagte sie, ist okay. Und bezahlt habe ich für das Ganze dann 20 Euro. Und das ist meiner Meinung nach ein echt fairer Deal. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das für 20 Euro auch mitgenommen hättet. Würde mich mal interessieren. Morgen. Morgen. Ich habe noch Nintendo DS Spiele. Ja, komm mal. Zeigen, ja. Ich schätze, die Kopfhörer aber mal. Das war alte PlayStation 1. Hier haben wir auch noch PSP-Spiele und das sind hier alles. Was willst du pro Spiel haben? Was ist pro Spiel? Also. Ja. Was wolltest du für den DS haben? Den DS, 15. Wir sind noch alle hier im Kuchen. Thank you.
schon geguckt. Ja, hier ist noch irgendwas. Guck euch. Die willst du nicht hören. Mhm. Habt ihr da auch das Ladekabel für den DS dabei? Ja, nee, das hab ich nicht. Aber der ist noch vollgeladen. Hast du noch mehr oder ist das alles? Nee, das ist alles. Was willst du für die PS1 hier haben? Willst du die Tasche mitnehmen? Achso, ja, ich wollte hier erstmal ziemlich viel Spielzeug. Ja, klar, guck mal ruhig. Kommst du aber flügig im Kreis? Ja. Die Hüllen sind alle dabei. Also, die müssen wir eben dann raussuchen, dann können wir die einsortieren. Achso, okay. Guckst du aber wegen der Hülle vielleicht? Ja, die sind hier. GTA, guckst du aber wegen GTA, wegen DS? Ja, bei mir sind auch alle leer. Müssen wir mal reingucken. Ja, wir haben noch so kleine Kästchen. Ja, da müssen wir gleich mal gucken. Ja, ich hab die in der Hand. Ja, der auch schon. Aber ich hab noch zu ihm gesagt, ich sag, das können wir auf dem Flohmarkt machen. Hier ist schon mal die alte. Du wolltest 5 Euro rechnen, das hast du gesagt, ne? 3 oder nicht? 3. 3? Nein. 3. Spiel. 1, 2. Bei mir kannst du auch mal gucken. 4, hast du GTA für den DS? 4? Ja, bei mir müssen wir auch gucken auf jeden Fall. 5, da sind auch ganz viele Einzelspiele, da müssen wir 6, mal reingucken. 7. Was machst du hier für? 7. Warte mal, guck mal, ob du die da verschaffst. Ja, da ist auch noch so eine Box, wo die Spiele drin sind. Haben wir eine andere Box dafür? Nee, Chef? Guck mal, ich hab hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele. Jetzt nochmal 3. Die sind 27. 7 Stück hab ich. 3, 4, 5, 6, 7. Mit Tonne mit dem Gameboy? Ja, komm. Hier haben wir 27. Was wolltest du für den haben? Ja, mit 20 ehrlich gesagt. Ich krieg. Ja, wir haben hier auf jeden Fall die Spiele, die sind hier noch leer. Ja, deswegen. Mit NTS hätte ich schon gern 20 Euro gekostet. Okay, dann. Ja, dann wäre der raus. Machst du hier 20? 15 mit, egal. Oh. Komm, dann ist der weg. Machen wir da 40 zusammen. Ja. Ja, okay. Und hiervon wolltest du noch die Hüllen haben, oder? Warte mal kurz, bitte. Wir sind jetzt noch. Ja, an diesem Stand gab es einen Haufen Spiele. Ich erkläre euch mal ein bisschen die Situation. Wir sind da fast vorbeigelaufen. Dann kam der mit so einer Kiste mit Spielen. Der Nick hat da einen Gameboy mitgenommen für 4 Euro oder 3 Euro. Auch richtig geil gewesen. Und als er die Spiele rausgeholt hatte, waren so viele Leute da. Da hat sie gar keine Chance, das irgendwie abzuschirmen oder sonst was. Wir haben uns da ein bisschen Spiele rausgesucht, da waren jetzt auch nicht viele krasse Sachen dabei. Ich habe mir nichtsdestotrotz ein paar coole Sachen rausgesucht. Wir hatten uns auf 40 Euro geeinigt und dann die Hüllen waren leer. Der hatte die Spiele auf jeden Fall dabei. Dann haben wir die Spiele rausgesucht und die PSP-Spiele, die hat er nicht gefunden gehabt. Deswegen sind wir da nochmal 6 Euro runtergegangen. 34, da habe ich gefragt, ob statt 30 geht. Dann habe ich im Endeffekt nicht 40, sondern 30 Euro dafür bezahlt. Ich zeige euch einmal, was ich da mir rausgekramt habe. Und zwar gab es 3 PlayStation 1 Spiele. Einmal dieses Driver in der Platinum-Version, jetzt nichts Besonderes. Dann gab es hier einmal dieses, ich weiß gar nicht, hier Burn Water, ist jetzt auch nichts Besonderes. Ich weiß gar nicht, warum ich das mitgenommen habe. Ich habe, glaube ich, einfach nur reingegriffen. Und, worüber ich mich mega gefreut habe, Tony Hawk Pro Skater 2, das hatte ich nicht in meiner Sammlung, das habe ich auch schon lange gesucht, weil ich das als kleines Kind immer richtig, richtig gerne mit meiner Tante gespielt habe. Deswegen, habe ich das sehr gerne mitgenommen, habe ich mich richtig gefreut. Dann gab es auf jeden Fall
4 Nintendo DS Spiele. Einmal Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Dann gab es einmal Mario und Luigi. Need for Speed Carbon. Und ein richtig, richtig geiles Spiel, was auch echt sehr teuer ist. GTA Chinatown. Richtig cool. Da war ich auf jeden Fall froh, dass der das Modul gefunden hat. Und einen Nintendo DS Lite in der Türkisfarbe. Der Zustand ist auch in Ordnung. Hier sieht man, dass die Folie noch drauf ist. Die habe ich noch nicht abgezogen. Und ja, dann habe ich vor Ort nicht gesehen. Dann habe ich zu Hause gesehen. In dem DS war auch nochmal ein Spiel. Und zwar, fixiert er das jetzt? Ja, sieht man. Und zwar dieses Zelda. Ja, da werde ich mir jetzt auf jeden Fall auch eine Leerhülle bestellen. Ich habe gesehen, bei eBay bittet eine an für 10 Euro. Und ja, dieses Set gab es für 30 Euro und für 30 Euro kann man definitiv nicht meckern. Okay, was wolltest du für dieses Set haben? Das Reds. Der ist für 30. 30? Okay. Das ist nicht vollständig, hat sie gesagt gehabt, ne? Genau, also das ist halt nicht dabei. Mhm. Ja, also das okay. Weiß ich auf jeden Fall. Müssten wir sonst reingucken. Habt ihr auch noch, noch andere Figuren von denen? Von dem, also? Boah, das kann sein, aber ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob wir den Karton mit dem Monster-Hike haben. Noch mit dem Monster-Hike ist hier. Monster-Hike ist hier unter dem Tisch. Ja, aber es ist ja Bratz. Also. Ja, ist die Frage, ob da irgendwas mit beigekommen ist. Aber Monster-Hike sammelt doch deine Schlüssel auch. Nee. Monster-High-Puppen auch? Ansonsten machen wir 20. So, was wolltet ihr dafür haben? Monster-High-Puppen. Ja, suchen wir gerade, wenn wir Dongi sind. Was sagst du? Was wolltet ihr für das hier haben? 10er. Machen wir so 25, dann würde ich die mitnehmen. Ja? Dann. Ey, ja, an diesem Stand gab es auf jeden Fall ein bisschen Spielzeug für uns. Der Dennis hat da ein bisschen Bratzpuppen mitgenommen. Und ich habe hier auch zwei Sachen mitgenommen. Und zwar habe ich hier einmal von MB das Dr. Bibber-Spiel mitgenommen in der Schreck-Version. Ja, und zwar habe ich das nicht für mich mitgenommen. Und ich habe das für die Herzbanditen mitgenommen. Ich weiß, das sind ja Schreck-Fans und die haben auch eine Kleinigkeit für mich. Und ich war die ganze Zeit am Überlegen, ey, was kann ich denen geben, was kann ich denen geben. Dann hat sich das richtig gut getroffen, das Spiel gefunden zu haben. Die werden das auf jeden Fall kriegen. Nach den Aufnahmen mache ich das versandfertig. Und dann kriegen die das. Und neben dem Spiel gab es auf jeden Fall nochmal dieses Bratz World Barbie Horse, nenne ich das jetzt einfach mal, von 2008 in der OVP. Und bezahlt habe ich für das Ganze 25 Euro. Meiner Meinung nach ein richtig cooler Deal, denn diese ganzen Bratz Sachen hier, ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das so eine Art Barbie oder so? Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Ich weiß halt einfach nur, dass die Puppen von denen richtig teuer sein können. Und so Häuser können auch richtig gut für gut Geld weggehen. Die gehen teilweise so Häuserelemente für über 100 Euro bei eBay weg. Ich habe es mit OVP, gibt es auch gar nicht so oft in OVP. Deswegen habe ich das Ganze für 25 Euro gerne mitgenommen. Und meiner Meinung nach ein echt cooler Deal gewesen. Nein, sag mal. 35 zu viel. Oh, 35. 20 will ich dir geben. Nein. Den brauche ich für Garage. Oh, nein. Ja, ich will die, die andere ist leer. Ich brauche eine für meine Garage, weißt du, dass ich in der Garage auch Leder mache. 30 Euro, komm halt, komm, 30 Euro. Leerkarte, Kiste für Geschenk dabei. Eine war geil. Ja, morgen. Ich würde dir 25 geben. 31, Bruder. Ich weiß 35. Gar nicht. Das sind die letzten beiden. Den haben, einen haben die uns geklaut. Guck mal hier. Ja, der ist leer, hab ich gesehen. Ja, haben die schon geklaut, ja. Da hat einer Handschuh vergessen. Meiner. Ja. Das wusste ich ab, mein Freund. Keiner hat das vergessen. Chef. Ich danke dir, mein Freund. Och, der macht schon Feierabend, ja? Echt. Ja, ey, an diesem Stand gab es diesen
diese Fritzbox hier, die Fritzbox 6591 ist das. Das ist meiner Meinung nach die größte. Was heißt meiner Meinung nach? Meines Wissens nach ist das die größte. Ich kenne mich da jetzt gar nicht so aus, aber die ist soweit in einem super Zustand. Die sind ja neu, kosten die ja ein Heidengeld. Ich meine, neu kosten die 400 Euro so. Und gebraucht kriegst du auch immer noch 150 Euro dafür. Ich werde das Ding allerdings nicht weiterverkaufen, sondern ich werde das hier für mein Haus benutzen. Ich habe aktuell nur den Standard-Telekom-Router und den werde ich jetzt damit ersetzen. Da wird mein Kollege die Tage vorbeikommen und mir das einrichten. Und bezahlt habe ich 25 Euro. Und für 25 Euro kann man definitiv nicht meckern. Die Dinger sind richtig teuer. Wenn ich das jetzt nicht für mich mitgenommen hätte, hätte ich das jetzt weiterverkauft und dann hätte ich auf jeden Fall über 100 Euro für gekriegt. Deswegen war das, denke ich mal, ein sehr, sehr, sehr geiler Deal. Wollen wir reingucken? Ja, klar. Opa, opa, opa. Was kostet die? Kommt drauf an. Ja, das ist ein Neubau auf jeden Fall. Das ist blöd, aber nicht. Ein Baseballkarten haben sie auch, oder? Ja, ich glaube, hier sind sie schon. Nee, die sind schon weg. Ja, eigentlich ein Strich durch. Ne? Also Halloween-Karten. Kann man aus diesen Halloween-Packs irgendwas Krasses ziehen? Ich glaube nicht. Ich habe noch 5 Euro. Kannst du die Dinger mit dem Dinger drauf bedorfen? Ja, ja. Na, die gab es schon viel für 3 Euro oder so. Das ist billiger sogar. Ja. Ich war letztens mit Dario bei Dingen bei Saturn. Da hatten die One Piece Dinger. Da wollte ich erst 3-4 Stück mitnehmen, einfach so zum Öffnen, aber. Nee, also. Sind so extra aktuell Case da gewesen. Oder? Hättest du auf die Magic-Karten geholt? Die waren jetzt gut, die aktuellen, die 3 Euro haben. FIFA-Auswahl ist dann. Die nächsten Pokémon-Dinger kommen, dann hole ich mir das halt. Aber es ist schwer, die sind fett kriegen, das sag ich jetzt schon. Sag mal. Aber du kannst doch gestern schon 10 Stück sehen. Ja, ein, zwei Stück realistisch, alles andere gar kein. Nee, hier ist leider nichts bei. Naja, die sind meine. Das sind ja doppelten. Danke dir. Perfekt, danke dir. Ne, gut, Verkäufe. Danke. Vor allen Dingen das hier. Das ist ja bald mehr wert wie alles andere hier. Dass da auch noch die Bedienung der Leitung bei ist. Das kostet halt richtig. Hier geht, was kostet der Fuchs? Ja. Der Schwäbisch Hallfuchs. Wie lädt man den Akku auf? Der lädt sich automatisch, wenn er am Netz ist. Was denn? Das ist ja verrückt. Nee. Okay. Also gut, eben muss ich den Hänger mit sauber machen. Was wolltest du dafür haben? Oh, 20. 20? Na, hier drunter hast du die ganzen Anleitungen und auch den Netzteil und so weiter. Ne? Ah, okay. Ist alles da und hier hast du die Karte, Kabel. Wo dann... Genau. Kabel. Okay. Ja. Da kann ich dann ganz normal mit jeder SIM-Karte benutzen, sagst du, ne? Ja. Machst du 15, dann würde ich dir mitnehmen. Oh, Leute. Ja, so, Fummer. Ja, komm, hau rein. Oh, probier ich den mal aus. So kommt er da rein. Ne? So. Ja, zum Schluss gab es hier nochmal diesen Hotspot-Router von der Telekom. Fand ich recht interessant. Ich war jetzt gar nicht so auf der Suche nach sowas, aber das Ding werde ich auf jeden Fall behalten. Den werde ich bei mir in der Türkei, bei uns im Dorf, im Haus verwenden, weil da habe ich nicht immer so das perfekte, also da habe ich gar kein Internet. Deswegen dachte ich mir so, probierst du das mal aus, nimmst du das nächstes Jahr mal mit, packst du da eine Karte rein, ob das dann funktioniert. Deswegen habe ich das mitgenommen. Der wollte 20 Euro haben, haben uns auf 15 Euro geeinigt und ja, wie gesagt, ne, ich hatte gar keine Ahnung davon. Ich werde das jetzt einfach mal ausprobieren und ich dachte, für 15 Euro kann man hier definitiv nichts falsch machen. Ich habe mal so ein bisschen im Internet geguckt, gebraucht gehen diese für 50, 60, manchmal auch 70, deswegen... selbst wenn ich das Ding nicht mehr brauche und weiterverkaufen würde, habe ich auf jeden Fall einen guten Schnapp gemacht und deswegen bin ich mit 15 Euro sehr zufrieden. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon mit der Folge von dieser Woche. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer Lieblingsfund war. Ich zeige euch meine zwei Lieblingsfunde und zwar diese beiden Spiele, einmal GTA und einmal Grand Theft Auto Vice City. Das GTA, das ist ja eigentlich
ja, ich will nicht sagen sehr selten, aber das sieht man nicht so oft auf dem Flohmarkt. Habe ich bis jetzt noch nicht so gesehen und für 3 Euro konnte man hier auf jeden Fall gar nicht meckern. Dann gab es ja hier nochmal dieses Pro Skater, darüber habe ich mich richtig gefreut, weil das habe ich immer mit meiner Tante gespielt, als ich, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, auf jeden Fall klein war, aber habe immer stundenlang vorgesessen und haben so viele Stunden hier drin verbracht. Deswegen bin ich richtig froh, dass ich das jetzt endlich habe. Ich hatte das bis jetzt noch nicht einmal gefunden gehabt. Das kriegt eine neue Hülle, dann kommt es auf jeden Fall in meine Sammlung und ich werde es auf jeden Fall auch einmal antesten und anspielen. Es gibt ja auch die PlayStation 4 Version, aber ja, ihr wisst, PlayStation 1 ist der Klassiker. Wir sehen uns nächste Woche zu einer neuen Folge wieder.